So futuristisch wird der A7. Der nächste Audi A7 Sportback scheint ein heißer Kandidat zu sein. Die Enthüllung des neuen Audi A7 Sportback wird im vierten Quartal 2017 sein. Ein Leuchtenband am Heck. Der neue A7 soll sich optisch mehr vom A6 abgrenzen und mehr Platz als bisher in Reihe 2 bieten. Naja, das sind alles Vermutungen, aber wir müssen nicht mehr spekulieren. Sie und ich schauen jetzt zum allerersten Mal auf den neuen Audi A7. Wir gucken unter das Blechkleid, aber natürlich auch auf das umwerfende Design. Das zukünftige Design neuer Audis schmückt nach dem A8 jetzt auch den A7. Sportlich und dynamisch ist er Audis Interpretation eines viertürigen Coupés. Für mich gibt es hier so viele großartige Details. Von den breiten, muskulösen Hüften bis nach vorne. Wie ein messerscharfer Maßanzug. Dann zieht sich die Motorhaube runter bis zu diesem tiefen und breiten Kühlergrill. Das schreit im Stand nach Sportlichkeit und Power. Und das ist es, was ich von einem Coupé erwarte. Die Scheinwerfer und Rückleuchten passen perfekt in das Design und lassen dich schmunzeln. Innen merkst du den direkten Technikaustausch vom A8 in der digitalen Mittelkonsole. Auch hier gibt es jetzt die Touch-Displays, die dir haptisches Feedback geben. Wischen und Zoomen funktioniert genau wie auf deinem Smartphone. Bevor du also einsteigst, weißt du schon, wie du den A7 intuitiv bedienst. Es funktioniert einfach so, wie es sollte. Alle Motorvarianten sind im neuen A7 mit der Mild Hybrid-Technologie ausgestattet. Damit gewinnt der Wagen Energie beim Bremsen zurück und lädt die Batterien. Geht man zwischen 55 und 160 km/h vom Gas, segelt der A7 mit abgeschaltetem Motor. Für mehr Effizienz. Der A7 vereint alle Welten in sich. Du hast die tolle Coupé-Form, aber so viel Platz innen wie in einer Limousine. Und im Kofferraum so viel Stauraum wie in einem Avant. Man könnte also das ganze Wochenende über Grünabfall aus dem Garten einladen. Aber wer will das schon? Es gibt immer irgendwas Spannenderes zu tun. Naja, am Ende bezahlst du die abfallende Dachlinie doch irgendwo mit Kopffreiheit auf der Rückbank, oder? Aber nicht doch. Ich bin 1,97 Meter. Aufgepasst. Beinfreiheit und massig Kopffreiheit. Das ist großartig. Die neue Generation des Audi A7 steckt voller Technik-Highlights. Ein weiteres Detail ist die 3D-Ansicht des eigenen Autos. Ausparken wird so zum Kinderspiel. Der neue A7 ist vollgestopft mit Technologie aus dem A8. Aber für mich persönlich ragt das Design heraus. Für mehr Informationen zum Audi A7 klicken Sie sich bitte wie immer bei Audi Media TV rein. Okay, aber was ist mit dem Head-Up-Display und dem Ambientelicht und den beleuchteten Anschnallern und der Allradlenkung? Oh man, really?